Ich hab kein BH an, aber statt keine. Ich mache nicht mal mit, gell? Ey, ich benutze noch kurz Deo, ja? Digga, will er mich. Immer für einen guten Geruch. Finde ich gut, sehr professionell von dir, dass du so toll vorbereitet bist. Gib mal hinzu. Richtig ungewaschener Arsch, oder? Das riecht nach Bauernhof. Ich hab neue Hülle. If you can dream it, you can do it. Keep so, smiling, baby girl. So cringe, Alter. Nice. Richtig Tumblr, okay? Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem wunderschönen, neuen, tollen Video mit dieser wunderbaren Person an meiner Seite. Ich hab mich sogar heute extra mal geschminkt. Maschallah, einfach die Hübsche. Heute machen wir ein Video, dieses heißt Candy mit Sandy. Das heißt, wir testen einfach Süßigkeiten. Ja. Ich hab ein paar Süßigkeiten im Internet. Soll ich euch mal die Box zeigen? Ich hab zwei riesige Boxen hier. Wir müssen nicht alles probieren, sonst werden wir es nicht überleben heute. Aber wir probieren einfach mal ein paar Sachen, die wir vielleicht nicht kennen. Hoffentlich ist was dabei, was du nicht kennst. Boah, hier sind viele Sachen. Lass mal tauschen, okay? Warum? Weil ich habe irgendwas mit Chicken Nuggets, ich hab kein Fleisch. Okay. Digga, das ist auch Beef. Schenke ich dir beides, nimm was anderes. Okay. Ich habe hier ein neuartiges Sneaker, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wenn du nächstes Mal Hilfe brauchst, wenn jemand stark ist, kannst du auch nicht. Ja, machen. Ja. Du bist eher weniger süß, würde ich sagen. Du hast schon mal ab und zu diese Kinder-Countries und so ein Zeugs oder oh, so Milchschnitte. Ja. Ich sehe dich selten Süßigkeiten essen. Ich auch, aber trotzdem, wenn ich irgendwie fett. Ich habe mal versucht zuzunehmen, hat nicht funktioniert. Ich habe mal versucht abzunehmen, hat auch nicht funktioniert. Okay, das ist ein Snickers. Mm. Das sieht aus wie so ein Quadrat, Alter. Die schmecken richtig gut, die schmecken nach Cheetos. Mh, Cheetos sind geil, die kennen. In Amerika gibt es von Cheetos 1000 verschiedene Sorten, Alter. In Deutschland gibt es nur eine gefühlt. Die schmecken sehr gut. Ich kenne diese Art von Flips und die sind meistens richtig geil. Aber scharf, oder? Sehr, sehr angenehm. Ich kann ja eigentlich Schärfe gar nicht ab. Schmeckt aber nicht nach Chicken. Gar nicht, Digga. Das schmeckt nach Original Cheetos. Da ist sowieso kein Fleisch dran. Das ist nur Gewürze nach Fleisch. Lecker, ne? Kann man sich sparen, ehrlich gesagt. Warum? Oder das ist ja komplett trocken. Ich darf nicht zu viel davon essen, weil sonst schaffe ich die anderen Sachen nicht. Ich habe schon mal so ein Video gedreht mit Jenny und habe zu viel gegessen von der ersten Sache und da war mir richtig schlecht. Das schmeckt ja übelst ekelhaft. Peanut Brownie. Ich hätte das gekauft hier im Laden, weil ich bin richtig Marketingopfer. Hauptsache, es sieht anders aus. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn es um solche Extrasorten geht bei Süßigkeiten, bin ich eigentlich immer raus. Ich mag nur die originalen Sachen. Dieses Cheesecake, Release Cake noch drin. Oh, ich habe mein Handy vergessen auf stumm zu stellen. Da, sorry. Evil Twins, Alter. Das kennt man auch in Deutschland. Das sind die schlechteren Haribos, ne? Wir kommen von den Bauchschmerzen immer, Alter. Ich habe hier Reese's, oder wie auch immer man die ausspricht. Manche werden mich jetzt hassen, aber ich mag die gar nicht. Ich finde, das ist so ekelhaft. Ich hasse alles mit Peanut Butter. Alter. Das ist einfach räudig. Das sieht auch schon komplett giftig aus. Boah, da ist nicht mal Verpackung drauf. Das ist alles so viel Zucker, Alter. Egal, ich probiere es trotzdem einmal. Das sieht euch aus wie Zwillinge. Das sieht aus wie Hink. Alter. Boah, nee. Ich mag Peanut Butter einfach gar nicht. Alles, aber was uns nicht schmeckt, alles zu sagen. Philippe isst das schon. Er fragt mich schon seit Tagen. Ja. Wann drehst du das Video, Alter? Dann machst du ein Boxen auf. Boah, die kleben aber, Leute. Guckt euch das mal. Was ist eigentlich so deine absolute Lieblingssüßigkeit, außer Milchschnitte, Bruder? Maxi King liebe ich. Ich liebe sehr Kinder Country, aber das allerbeste ist Kinder Schoko Fresh. Das mit dem Hippo, oder? Das kommt in den Kühlschrank Schoko Fresh. Da drin ist so diese weiße Creme. Aber es hat so eine Nilpferdform, oder nicht? Ja, bisschen. So eine Asuntier oder so. Ja, ja, ja. Prawn Cocktail Flavor Chips. Pringles haben mir nie geschmeckt. Was? Digga, da sind die langweiligsten Chips überhaupt. Das ist okay. Einfach nur zusammengepresste Sch. Alter. Boah, ich liebe Pringles, Alter. Das riecht doch nach Essig, oder? Das ist Essig. Und ich habe hier ganz komische Sorte. Pringles Honey Mustard. Gar was Bock ist deins? Cocktail Flavor. Prawn Cocktail Flavor. Keine Ahnung, was das sein soll. So Cocktailsoße. Ich mag Cocktailsoße auch nicht. Das riecht alles gleich, Alter. Das riecht einfach eine Chemie. Ich habe mich früher mal gewundert, warum es in Amerika so viel mehr Sorten gibt von verschiedenen Sachen. Aber wir brauchen das hier nicht, das schmeckt alles gleich. Honey Mustard, ich schmecke da 0,0 Honig raus. Schmeckt nach ganz normal die rote Packung, ne? Ich schmecke nur Essig. Absolut nicht meine Lieblingschipsmarke, muss ich sagen. Bis auf das Logo. Leute, das Logo ist wunderschön gemacht, oder? Als Kind wäre ich so ausgerastet, so etwas zu haben. Ne? Mein größter Traum war damals einfach eine Kiste mit Eis zu bekommen. Habe ich nie erfüllt bekommen. Diese Oreos, die kennt, glaube ich, jeder, oder? Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Oder? Was? Das ist Kellogg's, oder? Ja, Kellogg's mit Oreo-Geschmack. Bruder, mach auf, ey. Das sieht so heftig aus. Probier die mal, die schmecken echt lecker. Okay, wieso riecht das nach Schweiß? Riechst du es, oder? Du hast doch gerade Deo genutzt, oder? Ich esse das nicht.
Ich finde es so komisch, dass amerikanische Süßigkeiten alle so extrem künstlich riechen. Also es hat alles... schmecken die richtig gut. Echt jetzt? Die schmecken nach Oreos. Das matcht sich auch voll gut mit deinem Booty. Und das auch. Digga, das wäre ein geiles Insta-Pick, oder? So. Du so auf American Style, du machst dir Frühstück mit diesen ganzen... Okay. Tolles Bild. Aber die schmecken ganz normal nach Oreos. Muss man sich nicht unbedingt nachkaufen. Mit einem Hauch Zucker? 20 Gramm. Kann man machen, ne? Ich habe hier von Kellogg's Rice Krispies Squash. Ja, das sieht echt interessant aus. Mach mal. Das sind so Honigwaffeln, glaube ich. Ich bekomme nur so komisches Gummizeug. Das ist doch langweilig. Boah, aber eigentlich mag ich die Form von der Süßigkeit. Magst du auch sauer? Mm-mm. Hast du sauer? Ich hasse sauer auch. Es gibt so viele Leute, die sauer mögen. Damit kann ich nicht anfangen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr kein sauer mögt. Weil sauer ist böse, Alter. Mm, probier mal. Das riecht schon so komisch, ne? Das ist so Reispufferzeugs mit zusammengeklebt mit Honig. Mach mal, oder? Ja. Absolut, ich mein's, gell? Schmeckt nicht schlecht, aber ich würde es nicht nochmal essen. Ja, ich würde, wenn ich die Süßigkeit kaufen würde, würde ich auf Halloween warten, bis irgendwelche Kinder vorbeikommen. Nachbarskinder, die ganze Scheiße loswerden. Hier ist noch was mit Peanut Butter, das lege ich mal kurz zur Seite, ja? Ja, Peanut Butter ist echt nicht meins. Milky Way Mix-Ups, Alter. Hast du sowas schon mal gesehen? In dunkel und in hell, Alter. Ist es hell oder dunkel? In hell. Mmh. Mmh, das schaut schon eine Füllung, gell? Schmeckt einfach angenehm nach Schokolade. Okay, bis jetzt bekommt das als einziges ein Go. Oh mein Gott, da sind irgendwelche so M&M's oder sowas. Ah, Dima, das sind die ganz normalen mit Almonds drin. Ach so, das ist einfach Mandel, oder? Aber ja, die normalen haben doch eine Erdnuss, Bruder. Ich habe die aber schon mit Mandeln gegessen. Mit Mandeln ist heftig. Warum Oreo, Alter, die ganze Zeit? Also der Trend in Deutschland mit Oreo ist ja auch da, auf jeden Fall. Aber in Amerika ist es richtig krass. Digga, in Amerika kriegst du alles mit Oreo. Sogar Burger, Alter. Das riecht echt gut nach Gebäck. Oh mein Gott, Alter. Boah, weiße Creme drin, das mag ich. Ich hab hier so Monster Chips Spice Raiders. Das schmeckt nach Zwiebelring. Ah, das sind so Alien-Köpfe. Mit gerade Zwiebelringe, nur mit ein bisschen mehr Essig. Das ist geil irgendwie, oder? Mir mal. Ich habe schon alle Geschmäcke gerade in meinem Mund. Ich kann nicht mehr unterscheiden. Boah, die mag ich gerne, aber mit ein bisschen zu viel Essig. Das schmeckt schon nach so einem Insektenvernichter, Alter. Vielleicht das ist auch gruselig. Ja, das ist okay, aber es fühlt sich an, als ob man Staub essen würde. Das ist sehr trocken auf jeden Fall. Snickers mit Peanut Butter, da würde ich sagen, sind wir beide raus. Ne? An Leute, die diese Boxen verpacken, macht einfach nichts mehr mit Peanut Butter rein. Also Hershey Schokolade ist echt geil, normalerweise, bis auf die weiße. Wilder Mix, Digga. Das ist eine Brezel überzogen mit weißer Schokolade und Salz noch. Ist aber Geschmackssache. So viel könnte ich nicht davon essen. Da sind Cookie Bites hier oben drauf. Das ist fast auf dem gleichen Level mit russischen Süßigkeiten. Nur besser verpackt. Also es ist schon sehr doll alles. Nur schöner verpackt, als die Russen das machen. Bei mir ist schon eklig im Mund. Ich will das hier noch aufmachen, weil das ist irgendwie asiatisch und sieht interessant aus. Das riecht wie so Oma-Parfüm. Oh, sauer. Das soll nach Cola schmecken, glaube ich. Oh, mag ich gar nicht. Fettuccine? Ist das italienisch? Ich bin verwirrt, Digga. Oh ja, das ist ein chinesisches Zeichen. Dann probiere ich das hier nochmal, weil das sieht süß aus irgendwie. Ich habe übrigens das erste Mal heute nach 2 Monaten Wäsche gewaschen. Und insgesamt das dritte Mal in diesem Haus, muss man so nebenbei anmerken. Ja, das stimmt. Du musst das probieren, das ist geil. Sauer, Bruder. Ey, mir ist so schlecht, ne? Ich dachte, ich hab Bock auf diese ganzen Sachen. An sich hat fast gar nichts geschmeckt, bis auf 3 Sachen vielleicht oder so. Ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle am besten auf, Alter. Das hat sich ungesund angefühlt. Und es hat sich nicht gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Außer die Chips. Die werde ich jetzt heute noch snacken, zum Film oder so. Schreibt ihr in die Kommentare, welche Süßigkeiten eure Lieblingssüßigkeiten sind oder vielleicht sogar salzige Snacks oder was auch immer. Schaut bei Sandy vorbei. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Checkt diese Videos aus, die nicht eingeblendet werden. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön und gut drauf, ja? Tschüss. Boah, Dima, musst du noch mal probieren, die schmecken richtig gut. Aber mein Bauch macht das nicht mehr mit. Boah, an denen würde ich richtig gerne baden.